Was machen Sie beruflich, soll ich fragen? Unternehmensberatung. Unternehmensberatung. Das heißt, Sie selber können nichts erzählen, aber den anderen, wie Sie es besser machen sollten, oder? Das Unternehmensberater ist das. Wo waren Sie? In den USA. In den USA. Wo in den USA? Westküste. Geht es noch genauer oder wissen Sie es nicht mehr genau? Der Deutsche jammert das ganze Jahr über, dass er unbedingt in Urlaub muss, aber so richtig glücklich ist er eigentlich erst, wenn er wieder daheim ist, oder? Das ist auch so, ne? Gerade wenn man so in Kalifornien oder Italien, ne, wo man hinkommt und alle um einen rum denn gut gelaunt sind, da muss man auch mal wieder nach Hause. Ne? Das ist herrlich, wenn man da wieder zu Hause ankommt, überall diese miese Stimmung, die Hackfressen, die alle ziehen, ja, dass man endlich mal wieder schlechte Laune haben kann und sich entspannen kann, oder? Das ist so, das ist auch der Grund, warum der Deutsche statt irgendwo hinzureisen, lieber irgendwo einmarschiert. Ja, das ist, ja, da kann er auch die schöne Gegend genießen, muss aber nicht freundlich sein. Das ist so. Ja. Da lobe ich mir meinen Nachbarn von gegenüber. Der zieht immer eine Fresse, dass das eine wahre Freude ist. Du. Der grinst nicht, der grüßt nicht und wenn er doch mal was sagt, dann höchstens noch, ich zeig sie an. Ja, das ist. Ich glaube, das ist auch wirklich so die Bestimmung des Deutschen, oder? Schlechte Laune haben und die möglichst weit in der Welt verbreiten. Ja, oder glauben Sie etwa, dass wir aus purer Lebensfreude zwei Weltkriege angefangen haben, ja? Und dann auch noch mit Pauken und Trompeten verloren. Das ist, damit wir auch einen Grund haben, schlechte Laune zu haben, oder? Nur beim zweiten Mal haben wir einen Fehler gemacht, da haben wir die Amis nicht auf der Rechnung gehabt, ja? Da nach dem Krieg so diese ganze Coca-Cola-Wirtschaftswunder und Rock'n'Roll und Tanzmusik-Laune, das war doch unnatürlich. Da haben die es im Osten besser gehabt, ja? Die hatten den Russen. Ja, da haben die aber mal fette 40 Jahre schlechte Laune von gut gehabt. Und die DDR, das war ein schlecht drauf Schlaraffenland. Da können Sie sagen, was. Ja, wo kannst du denn heute noch ungestört schlechte Laune haben? Außer vielleicht auf der Autobahn. Ja, Autobahn, das. Ich glaube, die Autobahn, das ist ja wirklich der Ort, wo die Seele des Deutschen sich wirklich entfalten kann. Weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie der Führer gebaut hat. Irgendwo muss es daherkommen. Aber es ist wirklich. Ja, kennen Sie bestimmt folgende Situation, Sie fahren auf der Mittelspur, werden links überholt und dann zieht der Typ mit 180 Sachen direkt vor Ihnen von der linken Spur rüber die mittlere ganz nach rechts. Welche Nationalität könnte der wohl haben? Holländer? Eben nicht, ne? Verstehen Sie mich nicht falsch, also Rasen und Drängeln können viele, Arschloch sein kann jeder, ja. Aber in der Situation, wo man echt so geladen ist, dass man dem verfluchen will und man es wirklich eilig hat, sich dann noch die Zeit zu nehmen, den anderen zu belehren, wie er es eigentlich richtig machen müsste, ja, dieses Klugscheißer-Gehen, ja, diese Unternehmensberater-Mentalität, ja.